Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, Sie sind alle gut Koffein gerüstet für die nächsten 2,5 Stunden. Denn ich hoffe, Ihnen jetzt nicht nur wohltemperiertes Sommerwetter versprechen zu können, sondern das eine oder andere Blitzgewitter. Wir haben zwei profilierte Persönlichkeiten im Gespräch. Sie sind beide des Denkens und des Redens geübt und sie reden immer und denken immer nicht nur für sich, sondern auch für ganz unterschiedliche Öffentlichkeiten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nach diesem Gespräch die Diskussion nicht aufs Publikum öffnen werden. Professor Hans-Joachim Höhn wird direkt im Anschluss sprechen und wir haben in der letzten halben Stunde vor dem Abendessen dann Gelegenheit zur Diskussion. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, Herr Professor Sloterdijk. Wir haben uns gerade im Foyer gesehen. Wir haben 1,5 Stunden, Regina, und nicht 2,5. Das ist ein Wunschdenken gewesen jetzt. Also bis 17:30 haben wir Zeit. Inklusive des Vortrags? Nein, der Vortrag. Darauf, den hat sie einbezogen. Gut, da habe ich nicht aufgepasst. Ich würde es wieder so machen wie eben, dass ich nicht die ganze Vita von bekannten Menschen vorstellen muss, sondern nur dahingehend ein paar Dinge erläutere, die für unser Thema interessant sind. Ich glaube, für unser Thema ist durchaus interessant, dass Professor Huber aus dem Schwarzwald ist, dort geboren wurde und auch in Reutlingen und Nürtingen als Vikar und Pfarrer gewirkt hat und dann nach Berlin gezogen ist und vielleicht, was wir heute nicht haben, einen Beitrag zur Schrippendiskussion leisten könnte. Aber das wird heute nicht unser Thema sein. Er hatte den Lehrstuhl für Sozialethik von 80 bis 84 in Marburg und dann für Systematik in Heidelberg bis 94. Und dann folgte eben die Berufung zum Bischof oder die Wahl in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg bis 2009. Und ich glaube, ebenso bekannt ist der Ratsvorsitz der EKD von 2003 bis 2009. Dass er eine Nähe zum Staatskirchenrecht hat, das wissen wir aus seiner Familiensituation heraus. Sie haben mit Ihrem Vater ein 5-bändiges Staatskirchenlexikon herausgegeben, das wohl heute noch in Gebrauch ist. Und was vielleicht auch wichtig ist, dass Sie geschrieben haben, oder ich habe es über Sie gelesen, dass ein wichtiges Buch für Sie Habermas Strukturwandel und Öffentlichkeit war und nach wie vor geblieben ist. Als Präses der EKD war ihm ein Hauptanliegen, politische Tagesthemen evangelisch zu reflektieren. Und ich glaube, Sie haben erlebt, dass ihm das heute genauso noch ein Anliegen ist. Wir steigen in etwas sanft ein in das ganze Thema und es soll auch wirklich nur ein Einstieg sein, weil wir es nicht vertiefen wollen. Berühmt ist ja mittlerweile die Rede von Jacques Delors, Europa eine Seele geben. Wir haben uns das Motiv geklaut, das geben wir zu, und haben uns gefragt, und das frage ich Sie hiermit, Herr Huber, ist diese Frage nach der religiösen Seele des Staates für Sie überhaupt eine Frage, eine Selbstverständlichkeit oder was sagt Ihnen dieses Bild? Es ist ja ein ziemlicher Kategorienwechsel, muss ich sagen, wenn Sie das Delorsche Bild Europa eine Seele geben, nun so zuspitzen, dass Sie sagen, Europa oder Deutschland oder wem auch immer eine religiöse Seele geben. Wenn man sich noch einen Augenblick daran erinnert, Delors war unter den Präsidenten der Kommission der Europäischen Union derjenige, der am deutlichsten gesagt hat, es reicht für dieses Europa nicht, eine Wirtschaftsgemeinschaft zu sein. Es braucht eine geistige Idee, einen Leitgedanken, ein inneres Wertegerüst. Mhm. Und dafür hat er das Symbol der Seele genommen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil an sich im öffentlichen Diskurs inzwischen die Seele irgendwie außer Gebrauch geraten ist. Man redet vom Selbst oder von sonst irgendwas. Und ich fand das schön, auch ein bisschen sperrig. Ich habe Schwierigkeiten damit, dass Sie es jetzt noch sperriger machen, nachdem wir den ganzen Tag darüber diskutiert haben, dass der Staat über Religion schlechterdings nicht verfügt. Er verfügt auch schon über die Seele nicht, wenn man es eben nicht metaphorisch nimmt und den Body Politik.
vor Augen hat und sagt, dass der auch eine Seele braucht, damit er überhaupt funktioniert. Aber wenn man darüber hinausgeht und man über eine solche metaphorische Betrachtungsweise hinausgeht, dann klappt das ja schon nicht. Aber im Blick auf die Religion haben wir nun gelernt, wenn wir es nicht ohnehin schon wussten, dass die Unterscheidung von Religion und Staat, von Religion und Politik so zentral in die Kultur des Westens gehört. Und wir hoffen sogar gelegentlich, dass es hier und da auf der Erde auch sonst noch zur Geltung kommt, dass wir, so finde ich, den Bogen überspannen, wenn wir jetzt das Delorsche Bild auch noch zur religiösen Seele steigern. Das ist eine ganz andere Frage, inwieweit es dem Staat gut tut, dass es in ihm Menschen gibt, für die Religion etwas bedeutet. Und dass es Gemeinschaften in diesem Staat gibt, die in Unabhängigkeit von diesem Staat für religiöse Identität und religiöse Hoffnung und religiösen Glauben stehen. Das kann dem Staat gut tun, gerade dann, wenn er auch die Widerständigkeit dieser Gemeinschaften achtet. Aber dass der Staat selber eine religiöse Seele hat, beinahe hätte ich gesagt, davor bewahre uns der liebe Gott. Das ist auch eine Antwort, und Moderatorinnen dürfen auch manchmal komische Sachen fragen, damit Sachen deutlich werden. Gut, Herr Professor Sloterdijk, Sie sind Philosoph, Kulturwissenschaftler, Germanist, und während von dem heiligen Aloysius überliefert wurde, dass er im Alter von 7 Jahren mit der heiligen Maria in deren Muttersprache pariert hat, so ist von Peter Sloterdijk überliefert, dass er im Alter von 14 Jahren seine Selbstgespräche im kantianischen Duktus geführt hat. Das ist übrigens für die Bibelwissenschaftler unter Ihnen eine Selbstaussage, also durchaus von besonderem Wert. Professor Sloterdijk hat den Lehrstuhl für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und ist auch deren Rektor. Nach vielen Stationen in Frankfurt, Wien, New York, Paris, in Zürich und an anderen Orten. Sie alle wissen, dass von ihm immer wieder Anstöße zu Debatten auf unterschiedlichen Ebenen in Wissenschaft und Gesellschaft ausgingen. Debatten über das Neudenken der Zukunft des Menschen als einer, der sich nun selbst hüten muss, über das Neudenken von Steuerfragen bis hin zum Denken und Neudenken von all dem, was wir unter Religion verstehen, ja? Und dessen heißes Herz ihre Eiferer und auch das Neudenken von Ringparabeln. Herr Sloterdijk, ich habe ja nun ein Playboy-Interview mit Ihnen gefunden, und da heißt es, Sloterdijk sei der FC Bayern unter Deutschlands Denkern. Selten zu schlagen, nicht ganz frei von Selbstbewusstsein und wegen seiner Erfolge von allen beneidet. Herzlich willkommen. Herr Sloterdijk, Sie haben ja nun ein bewundernswert breites Wissen und ein großes Interesse an Religion und Religionen. William James, das wissen Sie viel besser als ich, sagt schon, das Interesse an Religion kann Religion sein. Deswegen meine erste Frage: Sind Sie denn ein religiöser Mensch? Und falls ja, in welchem Sinn? Nun ja, wenn der Satz von William James gilt, dass das Interesse an der Sache von einem bestimmten Grad der Beschäftigung an die Sache selber wird, was eigentlich eine Psychologenaussage ist, beziehungsweise eine Theologenaussage, dann würde ich das ohne Abstriche für mich in Anspruch nehmen.
aus meiner Sicht ist Religion eine Antwort der menschlichen Psyche auf diese ontologische Verlegenheit, die Max Scheler Weltoffenheit genannt hat. Wir leben in einem Überraschungsraum, der so weit ist, und auch in einem Wahrnehmungs- und Beobachtungsraum, der so weit ist, dass man ihn sichern muss. Und wenn man die Frühgeschichte der Religionen ansieht, kommt man fast immer zu dem Befund, dass man es mit einem gewaltigen Aufgebot an Sicherungssystemen zu tun hat, in Bezug auf Welt und auf jene Art von bösen Überraschungen, die in Gestalt von Mitmensch treffen können. Und man hat herausgefunden, dass die beste Art und Weise, mit diesen bösen Überraschungen umzugehen, Nächstenliebe ist. Ich denke, eine klügere Reaktion hat die Menschheit bis zum heutigen Tag nicht entwickelt, abgesehen von den Enklaven, in denen Menschen sich durch Gleichgültigkeit sichern. Ich glaube, dass diese beiden Grundreaktionen, Rückzug in die Gleichgültigkeit und Entgegenkommen, wenn man das Wort Nächstenliebe ist vielleicht schon ein wenig zu befrachtet, mit religionsgeschichtlichem Material. Dankeschön. Und da wir heute hier schon einen halben Tag oder mehr als einen halben Tag zusammensitzen, ist völlig klar geworden, dass wir hier nicht in einer dieser Enklaven der Gleichgültigkeit uns befinden, weil es tatsächlich um den Streit geht. Um den Streit, wie tatsächlich das Verhältnis von Staat, Religion und Religionsgemeinschaften sinnvoll auszugestalten sein könnte. Wir haben so vier Schwerpunkte ausgemacht uns für den heutigen Tag. Wir können das auch nicht alles in extenso und ausreichend, und wir werden auch innerhalb der Schwerpunkte kürzer oder länger miteinander zu tun haben, wenn Sie uns da sich anvertrauen. Wir haben heute Morgen, Herr Sloterdijk hat das jetzt nicht so mitbekommen, schon viel davon gehört, wie plural die Landschaft bei dem Säkularisierungsbegriff selber ist und noch weiter wird. Gabriel hat dazu seinen Beitrag geleistet. Ich kann jetzt nicht alle unterschiedlichen Positionen, das ist nicht möglich, sagt noch mal zwei. Casanova sagt, sie ist sowohl privatistisch als auch durch die mediale Massenkommunikation höchst präsent, und da beißt sich einfach was. Oder Hajo Höhn wird dann vielleicht nachher, und wenn nicht, dann sage ich es jetzt, sagen, dass er nicht sieht, dass es eine Sehnsucht nach Religion gibt, sondern nach dem kultischen, sinnlichen, atmosphärischen, jenseits von Dogma und Moral. Das sind mal so zwei Positionen, und wir würden Sie gerne beide fragen. Säkularisierung als Geschichte religiösen Scheiterns oder als Geschichte religiösen bzw. humanen Erfolgs? Wie sehen Sie das beide? Im Chor geht nicht. Also, es ist ja manchmal so, dass einem Alternativen angeboten werden und man reagiert deswegen langweilig, weil man sagen muss, sowohl als auch. Und das ist, glaube ich, in diesem Fall ganz klar gegeben. Der Säkularisierungsprozess ist ein ambivalenter Prozess. Und weil in kirchlichen Kreisen die Neigung dazu übermächtig ist, mit Säkularisierung etwas Negatives, eine Verfallsgeschichte zu verbinden, ist meine Tendenz dazu immer mächtiger geworden, das Positive an Säkularisierungsprozessen kräftig hervorzuheben und die guten, für einen Christenmenschen guten christlichen Gründe dafür, dass es Säkularisierungsprozesse gibt, kräftig zu unterstreichen. Das ist nicht für Säkularisierung generell dann gesagt, aber ich finde, die beiden zentralen Elemente werden leider häufig unterbelichtet, die durchaus mit dem Prozess der Säkularisierung zu tun haben. Und das eine dieser Elemente ist die Befreiung der Kirche von politischer Macht und die Befreiung des Staates von religiösen Ansprüchen und Überlastungen. Also das Umsetzen desjenigen, was in dem schlichten, aber kulturprägenden Wort Jesu steht, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Also diese Unterscheidungsleistung hat verdammt lange gebraucht,
bis sie sich in der Geschichte des Christentums durchgesetzt hat. Das Wort Säkularisierung, jenseits dessen, dass es um die Unterscheidung zwischen Weltpriestern und Ordenspriestern ging, dieses Wort hat zufällig durch historischen Zufall seinen Entstehungsort in den Verhandlungen zum Westfälischen Frieden. Und er hat auch die Rettung noch nicht so ganz gebracht. Aber dass wir schließlich und endlich in einer Region der Welt leben, in der es einen säkularen Staat gibt, ist ein Segen. Ein Segen auch für die Religion. Ein bisschen pathetisch muss man sagen, keine Religionsfreiheit ohne die Entsprechung zum säkularen Staat. Und deswegen jeder, der pauschal Säkularisierung mit Verfallsgeschichte in eins setzt, dem kann man nur raten, differenziere und dann vergiss nicht die Segnung des säkularen Staats, die wir, dazu braucht man nicht viel Fantasie, im Lauf des 21. Jahrhunderts auch noch einmal erneut gegen religiöse Ansprüche verteidigen müssen. Und sozusagen die religiöse Friedlichkeit zu proklamieren, ohne diese dunklen Seiten zu sehen und ihnen gegenüber die Säkularität unserer Rechtsordnung und unseres Staates zu verteidigen, wäre in meinen Augen ein grober Fehler, den sich kein Christ und kein Kirchenmensch leisten sollte. Also auch wenn die Frage langweilig war, würde ich sie trotzdem gerne nochmal zuspitzen und Herrn Sloterdijk rübergeben. Ich melde bloß an, dass ich nur die eine Hälfte meiner Antwort gegeben habe, natürlich. Sie können gleich weitermachen. Auf das Individuum und sein Selbst- und Weltverständnis bezogen, was bringt das dem Individuum, sich in einem säkularen Kontext zu verstehen? Können Sie natürlich auch gleich was. Ist es noch eine andere Nuance? Okay, ich bemerke, dass wir beide uns wahrscheinlich nicht streiten können heute. Ich stimme Ihnen sowohl in Ihrer ersten Äußerung als auch in der jetzigen im Resultat vollkommen zu. Also, es bleibt uns also nichts anderes übrig, als alternative Begründungen zu suchen. Minimale Differenz markieren zu können. Ich würde mich zunächst nicht so sehr auf das Individuum beziehen, obwohl das natürlich im Fokus der modernen religionssoziologischen Überlegungen steht, sondern ich würde von dem Ursprung des Phänomens als solchem ausgehen. Nicht? Wir wissen ja, dass wir ein mehrfach umgekleidetes, travestiertes, umkodiertes lateinisches Wort benutzen, wenn wir das Phänomen Religion bezeichnen. Nicht? Die römische Religio war etwas, was wir von heutiger Empfindungsweise aus weder innerlich noch äußerlich mehr richtig erreichen können. Es war weitgehend der römische Staatskult, wie er in der Republik gepflogen worden ist. Er war dann später aber auch ein wesentlicher Bestandteil der imperialen Reichspolitik. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gaius Julius Caesar unter anderen Titeln auch den des Pontifex Maximus getragen hat, der bis auf den heutigen Tag zu den Attributen des Papstes gehört. Nicht? Es gab im 15. Jahrhundert einen Papst, der sich Julius II. Genannt hat, obwohl es keinen ersten gab. Nicht? Warum? Den Streit hatten wir jetzt auch. Warum? Weil er sich direkt nach Caesar datiert hat. Nicht? So wie es auch kurz danach einen Papst gegeben hat, der sich mit der vollen programmatischen Wucht der Namensgebung Alexander genannt hat. Ja, Alexander der Sechste. Die bisherigen fünf Alexander waren durch mehr oder weniger unschuldige Namenszufälle zu dieser Benennung gekommen. Dieser Sechste hat programmatische Wucht mit dieser Namenswahl verbunden. Und wenn Sie wissen, dass ein Herkunftsname
Cesare Borgia lautete, dann sehen Sie auch, wie die ganze, nein, nicht Cesare, Rodrigo Borgia lautete. Ich fürchte nur, lautete. Sie müssen um 5:30 weg. Ja, aber, ja, ja, aber ich bin mitten in der schönsten Geschichte, nicht? Die uns nämlich etwas über, über das sagt, was Religio ursprünglich, ursprünglich bedeutete. Es kommt aus der römischen Staatsbigotterie, um es ein wenig tendenziös auszudrücken. Und was wäre es heute? Augustinus. Es gibt ältere Begriffe bei älteren römischen Theologen, aber Augustinus ist der maßgebliche Autor, der die Subversion des römischen Religionsbegriffs einleitet, die auf die christliche Verwendung des Ausdrucks hinführt. De vera religione aus dem Jahr 390, kurz nach seiner zweiten oder dritten Konversion. Man weiß nicht genau, wie oft Augustinus wirklich konvertiert hat. Wahrscheinlich ist die entscheidende Konversion erst später, als er Augustinus der Düstere oder Augustinus der Dunkle wurde, also der Augustinus der Prädestinationsmetaphysik. Zu der Zeit 390, als er De vera religione schreibt, ist er gerade ein Ex-Platoniker, der zum Christentum übergewechselt ist und der mit einer existenziell ungeheuer folgenreichen Geste die im Orient, in Oberägypten, in Syrien erprobten Lebensformen des Koinos Bios, also des klösterlichen Gemeinschaftslebens in den Westen überträgt. Er hat damals eine Art so theologisch-platonische, frühchristliche Lebensgemeinschaft gebildet, eine der ersten im Westen dieses Typs. Und da wird Religio, ja, auf den Begriff geprägt, der bis in die Reformation hinein für die ganze Bewegung. Sehen Sie das auch so? Ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Denn Religio bedeutet Berufschristentum, Berufsasketentum. Das ist, ja, Sie finden lateinische Texte in Religionem intraverunt, sie traten in den Orden ein. Im 16. Jahrhundert, im Zusammenhang mit den Religionskonflikten, entsteht dann der Begriff, den wir heute benutzen, der in sich selber völlig korrupt und überflüssig ist und den wir nur mit Bedauern in den Mund nehmen sollten, weil er an der Sache vorbeiführt. Vom 16. und 17. Jahrhundert an wird der Begriff komparatistisch. Das heißt, diejenigen, die an den Konfessionskonflikten nicht mehr mit der ganzen Wucht der ersten Naivität teilnehmen können und wollen, weil sie einfach sehen, da läuft etwas verhängnisvoll schief. Außerdem hat man dann auch schon die sogenannten Religionen der anderen zu dieser Zeit entdeckt, weil die Seefahrer zurückkamen und berichtet haben, dass man in Indonesien den Tanz des roten Auerhahns tanzt, während man bei uns zur Eucharistie geht. Nicht wahr? Diese religionskomparatistische Grundstruktur, ja, ist seither für uns gegeben und deswegen ist der Begriff so, ja, in gewisser Weise so vergiftet. Die Reformation hat ja nicht die Trennung von Staat und Kirche hervorgebracht, sondern sie hat die Religion in die Konfession transformiert und die Konfession wiederum als Pflichtmitgliedschaft festgelegt. Und jetzt erst seit dem 18. Jahrhundert, erst seit der Aufklärung tritt das ein, was Sie jetzt als eigene Leistung der Religiösen für sich in Anspruch nehmen. Da protestiere ich. Das waren nicht die Religiösen selber, die das geleistet haben, sondern das waren diejenigen, die der Religion weggelaufen sind und die jetzt die eine Freiheit erobert haben, die von den Religiösen mitbenutzt werden darf. Darauf muss man insistieren. Herr Huber, Sie haben jetzt als Berufschrist, sind Sie angesprochen, wir haben jetzt etwas das Thema verlassen. Sie hatten noch eine zweite Ecke Ihrer oder einen zweiten Teil der Frage, den Sie beantworten wollten, aber vielleicht möchten Sie da auch darauf reagieren und den zweiten Teil hinterher schieben. Das geht beides ganz kurz. Das erste, ja, sowohl bei den Römern als auch bei Augustin, das ist nämlich parallel, wird der Begriff der Religio nur für eine einzige Religion
verwendet und man kann sich gar nicht vorstellen, dass es für eine andere auch verwendet wurde. Mit der Begleiterscheinung, dass durch diese klare Unterscheidung zwischen der einen Religion und dem, was es sonst noch gibt, ein ganz spezifisches Toleranzproblem auftaucht, um es mal zurückhaltend zu sagen, also das Problem der Christenverfolgungen unter den Bedingungen des römischen Staatskults und das Element der zum Teil auch gewaltsamen Intoleranz in der Geschichte des Christentums. Das, was im 16. Jahrhundert passiert, kann man auch ein bisschen positiver interpretieren, als Sie es getan haben, nämlich als die Suche nach einem Oberbegriff über die verschiedenen Glaubensweisen, die durch diesen Augenblick jedenfalls in ihrer Unterschiedenheit überhaupt als Glaubensweisen anerkannt werden. Und die Anstrengung im Umgang mit dem Begriff der Religio seit Bossuet ist dann sozusagen diesen Begriff so zu fassen, dass verschiedene Glaubensweisen mit einer allmählichen Ausdehnung derjenigen, die dazugehören, je nachdem wie plural die Gesellschaft eigentlich tatsächlich ist, ist sozusagen jeweils hat auch ein Element der Reaktion auf faktische Pluralität, ist oft in der Theoriebildung nicht sehr ausgreifend, über die faktische begrenzte Pluralität hinaus. Aber jedenfalls, wenn man mal das, was Sie als komparatistische Vergiftung bezeichnen, von der anderen Seite her anschaut, ist es sozusagen eine begriffliche Nötigung zu jedenfalls bescheidenen Ansätzen der Toleranz und des Respekts vor der Gewissens- und Religionsfreiheit der anderen. Und dass es noch einmal 200 Jahre braucht, bis sich das auch in der politischen Gestaltung durchsetzt und dass es da auch Rückschläge gegeben hat, das soll gar nicht bestritten werden. Meine Behauptung ist ja nicht eine genetische, die sagt, da gibt es einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess, sondern mein Interesse gilt der Frage, wo liegen eigentlich in der Geschichte des Christentums, darauf will ich mich mal konzentrieren, die selbstkritischen Ansatzpunkte, die gleichzeitig auch desavouieren, was es an Fehlentwicklungen, an Schuldgeschichte gegeben hat. Und zwar nicht von außen desavouieren, sondern klar machen, das ist doch in Wahrheit gar nicht vereinbar mit denjenigen Grundeinsichten, denjenigen Grundprinzipien und in ganz wichtigen Punkten sogar denjenigen Selbstaussagen Christi selber, von denen ja ausgeht, nicht nur die Nächstenliebe, sondern eben auch die Unterscheidung zwischen dem Raum des Politischen und des Religiösen. Und diesen Vorgang wollte ich hinweisen, dann kriegt man sozusagen trotz Schuldgeschichte, trotz den Wellenbewegungen der historischen Entwicklung jeweils auch die Kerne in der Geschichte des Christentums heraus, die durchaus auch beigetragen haben zu derjenigen Entwicklung, zu der dann genauso genuin die Aufklärung gehört, die wir aber, wie wir wissen, gerade auch im deutschen Traditionszusammenhang, ja nicht etwa, aber auch im US-amerikanischen Traditionszusammenhang, natürlich nicht etwa als etwas ansehen, was der Geschichte des Christentums äußerlich war, was nur von vehementen Religionsverächtern und Kirchenfeinden betrieben und proklamiert worden ist, sondern was ja auch als ein Beitrag zur Weiterführung dieser Geschichte und Tradition gemacht worden ist. Das ist also die Differenz, die sich da zeigt. Und die hat nun tatsächlich zu tun, wenn ich das als eine kleine Coda noch dran anhängen darf, mit dem anderen positiven Element von Säkularisierungsprozessen, auf den ich hinweisen wollte. Nochmal, das ist keine Gesamtbeschreibung der Säkularisierung. Ich beteilige mich nicht an dem Streit, ob wir 5 oder 8 Säkularisierungsbegriffe unterscheiden müssen, sondern ich nehme von den 5 oder 8 nur noch einen zweiten dazu. Und der besteht in der Transformation, der Übersetzung, der Umformung von religiösen Gehalten in Gehalte lebensweltlicher Verständigung. Ist das das, was Sie nennen, wir brauchen einen postsäkularen Zugang zur Religion? Ist das das schon? Nein, das habe ich bei Ihnen gelesen. Das muss aber spät an der Nacht geschrieben worden sein. denn ich scheue das Wort postsäkular wie der Teufel das Weihwasser. Ich weiß gar nicht, was das ist, postsäkular. Das setzt nämlich voraus einen vorhergehenden Zustand, der durchgängig säkular war. Und die ganze Pointe, die auch wieder langweilig ist, aber die ich dann sagen muss, nein, von mir jetzt, nicht von Ihrer Frage, von mir her, ist es die langweilige Pointe, dass ich doch darauf insistiere, dass wir zwischen Staat und Gesellschaft auch in der Hinsicht unterscheiden müssen, dass wir zwar den Staat als
durchgängig säkular uns wünschen müssen. Gerade weil die Gesellschaft nicht unter der Verpflichtung steht, durchgängig säkular zu sein, sondern die Gesellschaft wirklich der freie Raum ist, in dem beispielsweise die Koexistenz von religiösen und säkularen eine der Aufgaben ist, die wir sogar ein bisschen besser einüben müssten, Herr Schmidt-Salomon, als uns das bisher gelegentlich auch bei öffentlichen Debatten wir gelungen üben, ist. Wir ja? üben und ja. das wäre auch der Übergang zu deinem Thema. Wir üben. Und wir werden auf die Transformation auch nochmal zurückkommen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, möglicherweise auch innerhalb des Übens, der uns transformiert. Aber bleiben wir doch einen Moment bei der phänomenologischen Beschreibung unserer Situation noch stehen. Die Gewässer der Religion fließen ab und zurück bleiben Sümpfe und Weiher. Das ist Nietzsche. Und er zeigt uns ja in diesem Bild eine durchaus gemischte Landschaft. Die Weiher haben ja sowas Idyllisches, wo man sich vorstellt, dass jetzt gleich die Magd ihre Schürze schürzt, während die Sümpfe zwar ökologisch wertvoll sein mögen, aber immerhin die Geburtsorte von Stechmücken. Ja? Im Vergleich zu Ozeanen oder Strömen ist hier die abgeflossene Religion, so könnte man meinen, auf ein menschliches Maß geschrumpft. Oder trügt dieses halbidyllische Bild? Stimmt das denn oder stimmt es nicht? Es stimmt aus einem ganz einfachen Grund, weil in der Gutenberg-Ära für die Religion selber ein neuer Aggregatzustand eingetreten ist. Das haben ja alle Beobachter des Reformationsvorganges immer betont, dass der Übergang vom Zeitalter der Handschrift zum Zeitalter des Buchdrucks etwas mit der Art und Weise, wie die Heilige Schrift in der Gesellschaft gegenwärtig ist, zu tun hat. Mit anderen Worten, die moderne Gesellschaft lässt einen Staudamm fallen, beziehungsweise durchbricht den, oder der wird medientechnisch überwunden und durchbrochen, indem nämlich der Schriftstrom, der bisher hinter der manuskripttechnischen Mauer gebunden war, überfließt, und da wird die sozusagen das alte religiöse Hochwasser abgeleitet. Das heißt, in einer Gesellschaft, in der alle lesen oder progressiv mehr und mehr Menschen lesen und schreiben können, und in einer Gesellschaft, in der mehr und mehr alle Menschen in Untertanen des Staates verwandelt werden, das ist sehr wichtig, ja, in einer solchen Gesellschaft kommt es mit der Zeit zu einer Reindarstellung des Religiösen. Das ist eigentlich das Abenteuer des Religiösen in der Moderne. Bis dahin gab es keine Reindarstellungen des Religiösen, weil es immer mit dem Gesellschaftlichen, mit der Sittlichkeit der Sitte, wie Nietzsche das ausgedrückt hat, und überhaupt mit dem zusammengefasst war, was man in der Soziologie die soziale Synthesis nennt. Mit Antworten, die Religion war lange Zeit der wichtigste Träger des zwischenmenschlichen Zusammenhangs in den Kulturen. Und eigentlich erst seit die moderne Gesellschaft diesen medialen Umbau vollzogen hat, dass sie auch jetzt andere Medien des Zusammenhangs haben, zum Beispiel auch durch Handel und Verkehr, durch Staatsbürgerschaft, durch eine säkulare, hochsprachliche Kultur, in der man andere Dinge lesen darf als die Heilige Schrift. Ja, das ist der Grund, warum der Übergang von der Legenda Aurea zum Decamerone so wichtig ist. Nicht, weil da jetzt erotische Schriften drinstehen, ja, sondern weil das... Ja, sondern weil damit sozusagen die moderne, lesende Gesellschaft entsteht, die andere gute Gründe zusammenzuleben entdeckt, als man findet, wenn man am Sonntag miteinander den Kult feiert. Ich denke, da an dieser Stelle muss man ansetzen
um zu begreifen, warum der Satz von Nietzsche richtig ist. Man könnte nur den Akzent etwas anders setzen. Dadurch wurde die Religion zum ersten Mal durch Reindarstellung zu ihrer irreduziblen Qualität befreit. Vorher musste sie 9/10 fremde Aufgaben erledigen. Und jetzt kann sie sich zum ersten Mal mit dem beschäftigen, was sie in freiem Wettbewerb mit Philosophie und Poesie oder Künsten auch zu leisten kann, nämlich einfach die Auslegung des menschlichen Daseins in dem ganz großen Rahmen. Hat sie etwas, was Poeten nicht so weit können. Sie hat eben natürlich diese rituelle Kompetenz. Das haben die Künstler und das haben die. Also da ich nicht darf, möchte ich nicht mal selber schnell mit einer Rückfrage das Wort nehmen, da ich es nicht sonst kriege, wie ich gerade merke. Ich habe zwei Fragen dazu. Die eine heißt, dieses Nietzsche-Zitat uns bei Ihnen doch besonders verblüffend, arbeitet eigentlich mit einer unglaublichen historischen Idealfigur, die ja auch im Übrigen hinter vielen dann problematischen Säkularisierungsthesen steckt. Was ist denn die Zeit gewesen, in der dieses Wasser so vollkommen ungehindert strömte? An welche Zeit soll ich denn da denken? An das Mittelalter, das manche ein bisschen pauschal finster nennen, aber so hell ist es ja nicht gewesen. An die Konfessionskriege der frühen Neuzeit, sollen das alles die Zeiten strömenden Wassers gewesen sein? Alle derartigen Verfallstheorien arbeiten mit einer Idealisierung einer nicht genauer bezeichneten früheren Zeit. Und die Depression, in die dann diejenigen, denen Glaube und Kirche wichtig sind, gestürzt werden, diese Depression entsteht aus einer umgekehrten Fortschrittsgeschichte, die als Verfallsgeschichte konstruiert wird. Und dazu braucht man einen irgendwie nicht genauer bezeichneten, verherrlichten, idealisierten früheren Zustand. Also es wird was rezipiert, was es gar nicht gibt. Herr Huber, das stimmt gar nicht. Sie waren wahrscheinlich nicht gleichzeitig mit Nietzsche oft genug in Italien im späten 19. Jahrhundert. Da war das Wasser der Religion noch bis über den Kopf. Und das ist es ja heute noch. Ja. Mit Mord in Klöstern, wie man jetzt wieder nachlesen kann. Ja gut, so. Das ist eine andere Geschichte. Aber er sah doch noch mit freiem Auge die Omnipräsenz, vor allem in den katholischen Ländern, in denen er gerne gereist ist, im Süden Europas, war ja die Sache noch da. Sie gehen von protestantischen Fortschritts und Annahmen aus und wollen die Geschichte, die er erzählt, als Verfallstheorie, ich lese sie eben nicht als Verfallstheorie, sondern als eine Emanzipationstheorie des Religiösen. Die Religion wird dadurch, dass sie von ihrer Übervergesellschaftung entlastet wird, auf ihr Kerngeschäft zurückgebracht, dass sie, wie gesagt, im Wettbewerb mit Philosophie und Kunst heute frei ausüben kann. Und dazu darf man ihr doch gratulieren. Gut, also zu dem Kerngeschäft kommen wir noch. Ja, wir kommen dahin. Aber Verfallsgeschichte oder nicht Verfallsgeschichte, man kann ja dieses Bild auch deuten als einen Übergang nicht unbedingt von Hochwasser zu Niedrigwasser, sondern von fließenden zu stehenden Gewässern, die ja beide was für sich haben. Gleichzeitig jetzt nochmal die Frage, wenn Religionen sich sozusagen durch das Beseitigen des Staudamms, ja, der durch Gutenberg und andere Entwicklungen nun ganz einfach zerschlagen wurde, sich zu ihrer Reinform entwickelt hat. Also ich sage nur zwischendurch eine These, die ich nicht teile. Ich möchte nicht, dass die vollkommen undiskutiert einfach im Raum steht. Gut, können wir gleich. Also Religion zu ihrer Reinform. Aber so rein kann es ja vielleicht nicht gewesen sein, wenn Sie sagen, Herr Sloterdijk, dass nicht nur der Homo Faber der macht, sondern auch der Homo Religiosus schlichtweg gescheitert ist. Wo haben Sie das gelesen? Ja, wahrscheinlich in einer Es geht um Sie sagen, was übrig bleibt, ist der übende Mensch.
Er ist der Erbe des Homo faber und des Homo religiosus, die beide gescheitert sind. Nein, nein. Der übende Mensch, das heißt der Mensch, der in Wiederholungen sein Leben formt, ja, ist der Homo religiosus. Ja, er ist nicht gescheitert, sondern er ist es selbst. Und der Homo faber ist es auch. Denn jeder Mensch, der irgendwie sein Handwerk lernt, ja, übrigens kommt das Handwerk, kommt Handwerk als großes Thema in der zeitgenössischen Soziologie zurück, weil man sich heute angesichts der Tatsache, dass alle nur noch ein Universalhandwerk, nämlich Computerklaviaturen bedienen, ausüben, fällt einem rückwirkend auf, dass man früher noch ein bisschen mehr konnte. Es ist kein Zufall, dass auch die vorreformatorischen Jahrhunderte soziologisch gesehen getragen wurden von Menschen in Städten, die Handwerke ausgeübt haben, die also ein Könnensbewusstsein entwickelt haben, die nicht mehr bereit waren, sich von einem deregulierten Klerus mit den ewigen Höllenstrafen bedrohen zu lassen, nur weil sie sich ein wenig am Leben erfreuen wollten und solche Dinge. Also der Homo faber ist derjenige, der ein Selbstbewusstsein aus seinem praktisch beruflichen Könnenserlebnis heraus entwickelt. Und gerade der handwerklich engagierte Mensch ist ja einer, der in der ewigen Übung zu Hause ist. Ja. Wir haben seit dem 19. Jahrhundert den Sport als zusätzliche Dimension des übenden Lebens hinzugewonnen. Ja. Das haben manche Leute an meinem Buch, Du musst dein Leben ändern, nicht so ganz verstanden, warum ich jetzt gemeinsame Oberbegriffe habe für Sport, Kunst und Religion. Das klingt wirklich ein bisschen verwirrend, weil ich mir gedacht habe, Sportler und geistliches Personal passen eigentlich gar nicht unter gemeinsame begriffliche Obdächer. Aber doch, sie passen sehr gut. Denn wenn Sie auch zu dem Begriff der Religio zurückgehen oder wenn Sie auch in die Mönchsgesellschaften Asiens gehen, die ja zum Teil heute noch existieren, nicht? Wenn Sie in Burma und diesen, da sehen Sie noch, wie es bei uns bis vor kurzem gewesen ist. Ein formierter Klerus, ja auch klerikokratische Vollmachten besaß, ja, die ganze Gesellschaft durch seine bloße Anwesenheit sehr stark klimatisiert hat. Ja. Noch vor ein paar Jahren, als ich mal in Neapel war, hatte ich das Gefühl, die sind ja immer noch da. Ja. Jedes dritte Gebäude ist eine Kirche. Ja. Also es ist diese Tümpelbildung, nicht? Und diese Teichebildung geht sehr viel langsamer und diskreter vor sich und man darf sie nicht verfallstheoretisch missverstehen. Ich habe, Herr Huber, Ihren Protest gegen die Reindarstellung von Religion nicht vergessen, würde jetzt aber fragen, dieses Übungsregime, das ja tatsächlich Handwerker, Künstler, religiöse Menschen und vor allem Sportler verbindet, ist das denn tatsächlich alles dasselbe? Wo müssen wir hier Unterschiede einfügen? Müssen wir die Unterschiede einfügen, sozusagen im Teleologischen? Übe ich zu mir selbst oder übe ich auf was anderes hin? Oder müssen wir Unterschiede einfügen im Sozialen? Übe ich, um mich selbst zu verbessern oder übe ich, um uns gemeinsam zu verbessern? Zunächst einmal möchte ich einen Augenblick dabei hängen bleiben, wie wichtig es ist, dass man im Begriff der Religio selbst dieses Element des Wiederholens und Übens überhaupt wiederentdeckt. Mhm. Denn das ist ja auch sprachlich der Kern dessen, was mit Religio, Religere, Wiederlesen, Wiederholen gemeint ist. Da hat es ja Kühne andere etymologische Erklärungen gegeben, das lateinische Wort religare wurde erfunden, dass man im Lexikon vergeblich sucht und es sollte es heißen, sich zurückbinden an Gott. Aber das ist doch überhaupt nicht wahr, nach allem, was ich jedenfalls in der Zwischenzeit dazu gelernt habe, sondern diese Wiederholung ist so wichtig, dass sie das Wort geprägt hat, mit dem wir heute sogar die verschiedenen Glaubensweisen zusammenbinden und in früheren Zeiten diejenige Glaubensweise ausgezeichnet haben, die jeweils als die einzig wirkliche und wahre
angesehen wurde. Also eine menschliche Handlung wurde da ausgezeichnet, nämlich diejenige, die sich durch stetige Wiederholung zum Göttlichen in Beziehung zu setzen versuchen. Und zu entdecken, und das finde ich auch die Stärke an dem, was Sie sagen, dass das ein elementarer Zug unseres Menschseins überhaupt ist und dass keineswegs nur die Aussage, der Mensch sei dazu geschaffen, damit etwas Neues anfängt, ja, dieses Augustin-Zitat von vorhin, sondern genauso wichtig, der Mensch ist dazu da, dass er in seiner Welt dadurch heimisch wird, dass er mit ihr in Regelmäßigkeit umgeht und dass das nicht nur auf die Welt beschränkt ist, sondern dass der Mensch da auf diese Weise auch mit seiner Welt Offenheit umgehen kann, weil er auch im Verhältnis zum Göttlichen, im Verhältnis zu Gott eine Beziehung einübt mit den Mitteln der Wiederholung. Das finde ich zunächst einmal eine Unterstreichung, die ein evangelischer Theologe in einem katholischen Hause einmal mit großem Nachdruck machen muss, weil es ein Element ist, an dem die Reformation sich selbst falsch verstanden hat im Laufe ihrer Geschichte, indem sie dieses Element unterbestimmt hat. Und jetzt merken wir, wie schwer es ist, dieses Element wieder hervorzuholen, so produktiv zu machen, dass es nicht abständig wirkt, sondern Menschen tatsächlich mitnimmt, Menschen aller Generationen, die Jungen wie die Alten, mitnimmt. Diese große Aufgabe scheint für die Gestaltung des Religiösen an dieser kleinen Beobachtung auf. Und deswegen ist die Brücke, die Sie da schlagen, zu anderen Tätigkeiten, die es mit dem Wiederholen zu tun haben, so außerordentlich hilfreich. Und das bedeutet ja nicht, dass der Unterschied zwischen den Sphären der Religion, der Kunst und des Sports unwesentlich wird. Nur ist es gar nicht so ganz einfach, dass einfach durch unterschiedliche Ziele, durch unterschiedliche Tele auszuweisen, als ob es nicht Überschneidungsbereiche gäbe. Der Künstler, der sein Künstlertum selber religiös versteht, in irgendeinem Sinn, auch dann, wenn er nicht die Madonna mit dem Kind malt, tut unmittelbar etwas Religiöses und nicht nur Vermitteltes. Der Sportler, man kann das an Christoph Metzelder beispielhaft zeigen, braucht selber eine hohe religiöse Kompetenz, bis er versteht, dass sein Fußballspielen keine Religion ist. Ja, und derjenige, der diese eigenständige religiöse Kompetenz nicht hat, der kommt auf die Idee, dass Schalke eine Religion sei. Also die Unterscheidungsleistungen setzen voraus, dass man die Überschneidung zwischen diesen Lebensbereichen auch wahrnimmt und nicht sagt, jetzt machen wir also ganz klar unterschiedliche Schächtelchen und in die tun wir erstens das Religiöse, zweitens das Handwerkliche oder Künstlerische und drittens das Sportliche hinein. Aber auf der Basis dieser Überschneidung dann zu unterscheiden, das wird dann wieder lebenswichtig, weil andernfalls wahnsinnige Überforderungen herauskommen. Es kommen dann wieder die Überforderungen heraus, in denen wir auf die eine oder andere Weise meinen, wir müssten die Weltoffenheit total selber bewältigen. Wir müssten den Sinn unseres Lebens total selbst erzeugen, auf welchem dieser drei Wege auch immer. Und dass dieser Sinn etwas ist, was wir nicht einfach hervorbringen, sondern was uns entgegenkommt, das ist, glaube ich, ein Grundzug von Religion, indem man die Eigenständigkeit nun auch wieder der Religion erkennen kann. Also ich stimme Ihnen in praktisch allem zu. Sie haben auch etwas sehr Aufregendes eben gesagt, was ich noch einmal wiederholen will, damit wir es richtig verstehen. Sie sagen auch, dass der Protestantismus hat diese übende Komponente im christlichen Leben vielleicht nicht ganz angemessen interpretiert. Ich assoziiere hierzu einen Satz, den ich bei einem Laientheologen des 20. Jahrhunderts, Eugen Rosenstock-Hüssi, einmal gelesen habe, welcher lautet: Mit der Reformation vollzieht sich, vor allem mit der lutherischen, die Austreibung des Orients aus der westlichen Kirche. Das ist ein sehr interessanter Satz deswegen, weil mit dem Wort Orient, ja, verbindet sich die ganze monastische Dimension. Und dazu muss man nur eines wissen, dass damals die Monasterien
so war dann der spätere westliche Name für diese Einrichtungen, Asketaria hießen, das heißt also der Ort, wo Mönche zusammenlebten und den Koinos Bios praktiziert haben, das gemeinsame Leben, die hießen nach dem, was man dort tut, Asketerien. Das ist eine interessante wortgeschichtliche Beobachtung, aus der der ganze Zusammenhang zwischen Christentum und Training erhält. Ja? Was man Glauben nennt, das ist ein System von inneren Handlungen. Wenn man die nicht oft genug praktiziert, kommt man religiös außer Form. Also wenn Sie nur an Weihnachten in die Kirche gehen, dann können Sie sozusagen beim christlichen Marathon nicht mitlaufen. Nicht? Weil das ist so, ja, das möchte ich damit sagen. Also es ist dass auch das christliche Leben, wie das viele in vielen anderen Dimensionen, ist eine Frage des Informseins. Und die Stellen, wo wir Paulus auch heute noch eigentlich am besten verstehen, auch wenn man sich nicht so nahe fühlt. Er hat ja auch das Läuferbild. Der hat gelegentlich, nicht aus eigener Sache, der war unsportlich wie noch was, aber er hat verstanden, dass er zu einer Klientel spricht, zu einer Menschen aus Kulturen, für die das sportliche Informsein, der Athletismus viel bedeutet haben. Ja? Und er in seiner assimilatorischen Genialität hat das natürlich aufgenommen in seine Sprachspiele. Jetzt läuft aber natürlich der christliche Marathon, den läuft man nicht alleine, das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, sondern den christlichen Marathon oder einen anderen Marathon läuft man in der Regel ja mit anderen zusammen. Und uns hatte noch interessiert bei der Anthropotechnik auf dem Buch, das Herr Sloter zeigt, du musst dein Leben ändern, eine Skizze drauf hat, wo die Menschen übereinander in Pyramiden stehen. Und uns, Regina, du kannst es nochmal anders formulieren, uns hat interessiert, wie kommt das zustande? Also diese Sache, die Anfrage an die, ist es nur Selbstvervollkommnung oder wie kommt es zu dieser Pyramide oder wie schaffen wir es, gemeinsam einen Marathon zu laufen? Also der soziale Aspekt der Anthropotechnik, den konnten wir nicht so recht entdecken. Also das Titelbild von dem Buch, im Original zumindest, nicht? Du musst dein Leben ändern, später wurde es ja leider geändert, zeigt eine umgekehrte Menschenpyramide. Da stehen die vielen auf den Schultern von wenigen und die wenigen stehen auf den Schultern von einem am Ende. Mit anderen Worten, das kann gelesen werden wie ein Bilderrätsel, in dem der Begriff Inspiration oder Training zu erraten war. Ja, denn ich habe einen Text gefunden aus dem 2. Jahrhundert, von, ich glaube, es war Tertullian an die Märtyrer in der Arena von Vienne bei Lyon um das Jahr 200 herum, dieser berühmte, berüchtigte Text Ad Martyres, wo er voll die Sportler-Metaphorik benutzt, ja, und die Morituri ermahnt, daran zu denken, dass Christus ihr Trainer ist. Ja, das ist griechisch Epistates. Ja. Also eigentlich der Beisteher und so. Also er hat das gesamte Geschehen in die Sprache des griechischen Agon übertragen und hat damit den Gedanken ausgedrückt, an dem ja alle religiösen Bewegungen bis auf den heutigen Tag angeheftet sind, nämlich dass es relativ wenige sind, die relativ viele bewegen. Das heißt, und es ist ein Unterschied, ob Sie mit Buddha trainieren oder mit Jesus. Darauf muss man schon investieren. Nicht? Schön, dass Sie das sagen. Aber beide als Trainer zu bezeichnen, das ist ein bisschen heterodox. Ja. Aber ich meine, Protestanten sind Kummer gewöhnt. Ich denke, solange wir hier nicht bei sommerlichen Gesprächen in Castel Gandolfo sind, kann man ja alles sagen. Naja, fast alles. Fast alles. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Soll ich zum nächsten Thema oder willst du da noch verweilen? Wir gehen jetzt noch mal zur Politik. Wir gehen jetzt noch mal zur Politik? Ja. Nicht zu den Transformationen. Ja, und zur Frage sozusagen, welche Rolle das Politische in
der Religion als Übung spielt und spielen darf oder spielen muss. Wir gehen doch zu den Deformationen und Transformationen. Jugendliche wurden am Leipziger Bahnhof, glaube ich, du hast mir die Geschichte erzählt, gefragt, wie sie es denn mit der Religion halten oder sind sie denn religiös? Und sie haben geantwortet, weder noch normal halt. Und ich sage das gar nicht irgendwie spöttisch oder sarkastisch, sondern es zeigt einfach etwas über den Zustand, wie mit dieser Befindlichkeit umgegangen wird. Wir würden uns gerne ein bisschen, wir haben uns mit den Transformationen heute Morgen etwas beschäftigt, wir würden uns gerne jetzt nochmal mit den Deformationen, was sie denn dafür halten, beschäftigen. Und ich habe so zwei Angelpunkte gefunden, die jetzt vielleicht wieder langweilig sind, das gucken wir dann mal. Für Sie, Herr Huber, ist Religion oder ja, das Christsein eine stark öffentliche und auch politische Sache. Und ich kann mir vorstellen, dass die Innerlichkeit, die Privatsache des Religiösen für Sie eine Deformation darstellt. Und ich habe bei Herrn Sloterdijk auch eine Deformation gefunden, die ich gerne vorlesen möchte. Die ist sozial und trotzdem deformatorisch, dass er nämlich sagt, der Kommunismus ist der atheistische Bastard. In meinen Augen ist es so etwas wie ein Destillationsprodukt unserer christlich-humanistischen Metaphysik gewesen. Er bestand in dem Versuch, den Monotheismus zu verwirklichen unter Weglassung dessen, was die historischen Religionen ihm vermacht haben. Zwei Deformationen, eine zieht sich in die Privatheit zurück und ist vielleicht deswegen deformatorisch und eine ist durchaus sozial und ist trotzdem deformatorisch. Stimmen Sie zu? Haben Sie das auch nie geschrieben? Oder wie sieht es damit aus? Also es geht um das Thema, was sind Deformationen des Religiösen? Also erstens ist es überhaupt nicht langweilig, zweitens haben Sie nichts gesagt, was ich nicht geschrieben habe oder habe schreiben wollen. Drittens aber, glaube ich, muss man sehr genau hinschauen, was man meint und meinen kann, wenn man die Innerlichkeit der Religion als eine Deformation bezeichnet. Ja, denn zunächst muss man doch sagen, und es gab auch heute ganz starke Hinweise darauf, dass der nicht nur persönliche, sondern tatsächlich innerliche Charakter von Glauben zu seinem Wesen gehört. Jemand, der meint, der Glaube sei nur ein Wirken nach außen, ein Beeinflussen anderer, der überfordert doch auch damit den Glauben vollständig, weil er den Raum voll total zuschüttet, indem ich ein Empfangender bin, bevor ich ein Gebender sein kann, passiv bin, bevor ich aktiv werden kann, hörend bin, bevor ich reden kann, lesend bin, bevor ich das, was ich gelesen habe, weitergegeben habe. Also an dieser Stelle spiegelt sich doch der elementare Rhythmus von Einatmen und Ausatmen auch in der Grundgestalt des Glaubens. Und es war nicht eine besonders gute Zeit, auch in der Geschichte unserer eigenen Kirche, in der gemeint wurde, jetzt könnte man Parteien aufteilen, ja? Und die einen sind fromm und haben sozusagen mit dieser Innenseite des Glaubens zu tun, und die anderen sind politisch und haben es nur mit der Frage der gesellschaftlichen Präsenz zu tun. Problematisch ist diese Innerlichkeit, wenn sie einfach bei sich selber bleibt, wenn sie zu einem frommen Egoismus verkommt, wenn sie die Gemeinschaftlichkeit des Glaubens nicht beachtet. Und dafür ist in meinem Verständnis, jedenfalls für meinen eigenen Hausgebrauch, eine Hilfe, wenn man sich klar macht, dass wir Menschen doch in unserem Wesen, also wiederholende Wesen, haben wir vorhin gesagt, jetzt könnten wir doch auch sagen, wir sind Beziehungswesen, wir sind relational. Ja, wir leben in der Beziehung zu anderen, zu unserer Welt, zu Gott und eben auch in der Beziehung zu uns selbst. Und die nennen wir dann Individualität, Innerlichkeit, wie auch immer. Der Mensch hat die großartige Fähigkeit, zu sich selbst sich zu verhalten, also ein reflexives Wesen zu sein. Wir müssen bloß durchschauen, dass das eine der Beziehungen ist, in denen wir leben. Statt, wie wir normalerweise argumentieren, da auf der einen Seite die Individualität zu haben und dann auf der anderen Seite als das ganz andere dieser Individualität die Sozialität daneben zu stellen. Wenn wir den Menschen als Beziehungswesen
verstehen, dann hat diese Selbstbeziehung, die Selbstreflektivität, in diesem Sinn die Innerlichkeit eine ganz große und konstitutive Bedeutung, aber sie kann nicht bei sich selber bleiben. Sie tritt in Beziehungen zu anderen. Und das ist dann notwendigerweise auch für den Glauben als einen wesentlichen Lebensvollzug genauso konstitutiv. Wenn das nicht passiert, dann tritt ein, was Dietrich Bonhoeffer nun mit einer sehr speziellen Begriffsprägung Religion genannt hat. Die war nämlich vor allem dadurch bestimmt, dass Religion partial ist, dass sie aufs Innerliche beschränkt ist und dass sie Gott als einen Deus ex machina benutzt. Das ist ein ganz anderer Religionsbegriff als der, den wir vorhin diskutiert haben, aber das ist sozusagen diejenige Innerlichkeit, die ein Problem darstellt und bei der es schlechterdings nicht bleiben kann, in dem Sinn dann eine Deformation. In den Übungen des Ignatius von Loyola ist auch die Einkehr wichtig, aber er schickt seine Leute nach Trient zum Konzil raus und weist sie an, wie sie sich in der Sozialität verhalten sollen. Da ist genau dieser Link gegeben. Aber Ihre Frage nach dem atheistischen Bastard. Ihre Frage nach der politischen Dimension ist für mein Gehör immer noch ein wenig in den Sprachspielen der Nach-68er-Theologie formuliert. Ich denke, Herr Huber hat das eben wunderbar hervorgehoben. Die Wende zum Beziehungsaspekt lässt sich ja auch ideengeschichtlich an einer Stelle sehr präzise festmachen. Das ist diese berühmte, besser berüchtigte Predigt von Meister Eckhart, Jesus interrabat in quodam castellam, wo er die Geschichte von Martha und Maria auf den Kopf stellt. Nicht? Also das ist im Punkto theologisch-hermeneutischer Kaltblütigkeit wahrscheinlich das Meisterstück der Theologenzunft überhaupt, nicht? Weil er sagt, im Originaltext liest man ganz deutlich, dass Maria den besseren Teil erwählt hat, aber Meister Eckhart lässt sich nicht beunruhigen und argumentiert so genauso wie Bischof Huber, nicht? Also er sagt, die sitzt nur schwelgerisch zu Füßen des Herrn, die ist noch nicht so weit. Ja? Denn die andere, die Martha, die bereits das Handanlegen erworben hat, ja, ist über die Dimension einer beschränkten, schwelgerischen, weltlosen Innerlichkeit hinaus gelangt und kann daher mit der Freiheit des mystischen Christenmenschen die Unterscheidung zwischen Vita Activa und Vita Contemplativa übersteigen. Das ist, wenn Sie wollen, das ist literarisch gesehen der Quellpunkt der Reformation. Aber vielleicht kann man die zwei Gestalten als eine Gestalt sehen, dass es nämlich beides braucht. Die Martha und die Maria, zumindest die feministischen Theologinnen machen das immer sehr gerne. Aber die Reihung ist wichtig. Die Reihung ist jetzt wichtig. Die Reihung ist wichtig. Und Religion ist ein Gebiet, das fällt ja dort auf, wo unheimlich scharf gewertet wird. Und sie stirbt an der Neutralität, ohne die starken Wertungen wird es alles entropisch. Würden so Sie wie noch die, was wie die, junge Leute am, die junge Leute am Bahnhof, die nehmen das auch alles eher schon nicht so eng. Ne? Ja, Nassay sagt ja auch, dass wir eine Selbstsäkularisierungsform einer solchen entgegengehen, aber das wäre das Thema von vorhin gewesen. Würden Sie trotzdem noch was zum atheistischen Bastard sagen, dem Kommunismus? Das war in einem Interview mit Walter Kaspar. Ja, da habe ich ein Interview. Naja, Sie rufen da römische Impressionen herauf. Nicht? Nietzsche hat ja einmal in einer autobiografischen Bemerkung gemacht, dass ein Aufenthalt in Rom für den Verfasser des Zarathustra der unmöglichste und unanständigste Ort sei, der sich denken ließ, hat er trotzdem gute Dinge erlebt. Es ist mir von Mutatis Mutandis auch gegangen. Ich war einmal eingeladen im Rahmen einer von der Zeit organisierten Reihe zur Wiederkehr der Religion. Das war das Thema, das vor ein paar Jahren auf die Tagesordnung gesetzt worden war, eingeladen worden, mit dem Kardinal Kaspar in Rom ein Gespräch zu führen. Übrigens in einem dieser wunderbaren frühfunktionalistischen Gebäude, die Mussolini hat errichten lassen,
auf der Via della Conciliazione, die heißt ja nicht umsonst so, als sich nach 1929 der italienische Staat via Concordat mit seinem edlen Gefangenen, dem Papst, wieder versöhnt hat, wurde da so eine neue Trasse reingeschlagen und irgendwie erlebt man auf der Straße, was Geschichte, Geistesgeschichte als urbane Architektur. Das wollte ich nur vorausschicken, weil es für ein mittelbares Verständnis dieses Gesprächs nicht ganz unwichtig war. Und man hat sich irgendwie gut verstanden und ich habe in dem Zusammenhang versucht, nochmal zu zeigen, dass im Kommunismus ein Rückfall stattgefunden hat in eine Form von Zwangsmitgliedschaft bei einem politisch-sozialen Unternehmen, auch einem ideologischen oder ethischen Unternehmen, die ganzen Errungenschaften in Europa von den mystischen Bewegungen an über die Reformation, die Aufklärung und das 19. Jahrhundert sich vollzogen haben, die Religion von der Kontamination durch diese zwangsmitgliedschaftlichen Verbände zu befreien. Franz Borgener hat für diesen Vorgang den Begriff Totalitarismus geprägt, der dann von Hannah Arendt popularisiert worden ist, der nach wie vor auf diesen Sachverhalt andeutet. Auch moderne Sekten im religiösen Bereich weisen ja immer wieder die Tendenz auf, in Systeme der Totalmitgliedschaft zu entgleiten und gestatten den Mitgliedern keine zweite Identität. Ich denke, das ist die Front, an der unsere eigentlichen Beunruhigungen über das Thema Wiederkehr der Religion anfangen. Und Walter Kasper hat dann gesagt, das ist Monotheismus ohne Theos und da haben Sie ihm zugestimmt. Ja, und bei ihm habe ich auch eines gelernt, was ich in der Zwischenzeit öfter beobachtet habe. Die Theologen können dieses Gerede von der Wiederkehr der Religion überhaupt nicht leiden, weil sie sehen, dass es nämlich praktisch immer bedeutet, Regression in Formen der totalen Absorption. Oder soziologisch gebrochen in eine Art von Gurukratie. Ja. Und, Gurukratie, das Wort. Das wird ja eigentlich nicht gewünscht. Regina, wollen wir weitergehen? Ja, mit diesem Thema der Zwangsmitgliedschaft sind wir natürlich mitten im Thema dieser ganzen Veranstaltung, wo es um die Frage von Religionsfreiheit geht, was um Gottes Willen das sein könnte. Und einer der viel zitierten Menschen heute ist ja nun Herr Böckenförde, der selbst gerne gekommen wäre, der die Reise nun einfach nicht machen konnte und viele Grüße an Sie alle übermittelt. Sein nun mehrfach zitierter Satz, dass der freiheitliche Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann und die er selbst auch nicht garantieren darf, würde Herr Di Fabio sagen, ist ja vielleicht nicht ganz so einfach, wie wir das alle meinen. Es gibt inzwischen Menschen, die sagen, dieses sogenannte Böckenförde-Diktum ist ein restauratives Missverständnis dessen, was es eigentlich meinte. Herr Böckenförde selbst hat das ja mehrfach versucht zu konkretisieren. Er sagt, man muss den Kontext sehen, in dem ich das gesagt habe, 1964, vor Ende des Konzils, vor Zusicherung der Religionsfreiheit durch das Zweite Vatikanische Konzil und in eine Situation hinein, in die das an die Katholiken gerichtet war, die sehr skeptisch waren einem freiheitlichen, säkularen Staat gegenüber. Wenn wir uns dieses Böckenförde-Diktum heute anschauen, und der Ministerpräsident hat auch vorhin gesagt, diesen Mehrwert, den der Staat braucht, um leben zu können, den können nur Religionen schaffen.
Dann würde ich doch gerne nochmal nachfragen. Wer generiert denn nun diese Voraussetzungen, von denen der Staat lebt? Wer ist das? Und muss das immer die Religion sein? Ja. Und muss das eine Religion sein? Muss das Religion sein? Also sogar Böckenförde war so vorsichtig, dass er in diesem Zusammenhang nicht ausschließlich die Religion in diese Position gebracht hat. Schon 64 oder ein bisschen später? Ja, auch schon 64, obwohl 64 natürlich... 64 hatte das noch genau den Kontext. Das war ja, auch sein gut, Kontext. Okay, aber er hat den Kontext nach meiner Erinnerung niemals exklusiv formuliert, wie er jetzt in der Frage aufscheint. Und dass er diesen Kontext formuliert, war ja nicht nur sozusagen für den engagierten Katholiken Ernst Wolfgang Böckenförde. Klar, wenn man sich anschaut, was er schon in dieser Zeit auch an kritischen Aufsätzen im Hochland zur Rolle der katholischen Kirche geschrieben hatte, welche leidenschaftliche Hoffnung er auf eine Weiterentwicklung seiner eigenen Kirche gesetzt hat, sondern es war nicht nur vor Ende des Konzils, es war auch vor 68. Das heißt, es war in jener Nachkriegsepoche der bundesdeutschen Gesellschaft, die von der Vorstellung geprägt war, dass die Kirche neben dem Staat, und Kirche wurde dabei meistens im Singular verwendet, obwohl es auch da schon mindestens zwei in Deutschland gegeben hat, dass die Kirche die einzige öffentliche Hoheitsmacht ist, die dem Staat gegenübertreten kann, weil sie als einzige gesellschaftliche Größe aus dem Zusammenbruch gesellschaftlicher Substanz durch den Kulturbruch des Nationalsozialismus unbeschädigt hervorgegangen ist. Nun wissen wir, wie viele mythische Elemente in diesem Geschichtsbild drinstecken, aber es ist kein Zweifel daran, dass dieses Geschichtsbild zwischen 1945 und 1968 von großer prägender Bedeutung gewesen ist, sodass sozusagen der Befreiungsschlag zu sagen, der Staat ist nicht unmittelbar zuständig für diese Voraussetzungen, automatisch auf den Gesichtspunkt geführt hat, dass die beiden großen christlichen Kirchen, die damals religiös ein Duopol, man könnte auch sagen ein Kartell gebildet haben, dass die dabei einen besonderen Anspruch hatten. Natürlich ist es heute anders, weil wir bei der Frage, wie Kirchen und Religionsgemeinschaften diesen Beitrag leisten können und sollen, uns klar machen müssen, dass das Gespräch auf dem Leipziger Hauptbahnhof überhaupt kein atypisches Gespräch ist. Und nun werden Sie alle sagen, je weiter wir südlich kommen, desto besser ist es. Und in der Tat ist die Vorstellung, es würde in ganz Deutschland eines Tages so, wie es gegenwärtig im Nordosten Deutschlands ist, eine nicht sehr sinnvolle Betrachtungsweise. Aber richtig ist, dass man nirgendwo voraussetzen kann, es sei Natur gegeben, dass die Kirchen diesen Beitrag leisten. Erst recht nicht, wenn sie es nochmal in einer Wiederholung der vor 68er Situation tun, nämlich mit dem Anspruch dafür, ein Monopol oder ein Duopol-Anspruch geltend zu machen. Diese Veränderung muss man ganz ernst nehmen. Die Folgerung heißt, keinerlei Grund sehe ich dafür, anderen Gruppen, Überzeugungsgemeinschaften in dieser Gesellschaft, wie ich manchmal ganz gern sage, um diese Dualität von Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften auch mal eine Zeit lang wegzulassen. Jede Überzeugungsgemeinschaft in dieser Gesellschaft hat jedes Recht der Welt zu versuchen, ihren Beitrag zu leisten zu dieser doch in der Pluralität zentral wichtigen Aufgabe, diejenigen Kräfte zu stärken, die Pluralität lebbar machen, um jetzt mal die kürzeste Formel dafür zu verwenden. Dass aber die Kirchen, und jetzt rede ich nicht über alle Religionsgemeinschaften, sondern rede über die christlichen Kirchen, dass die dabei das für sich selbst als zentrale Aufgabe erkennen müssen, entspringt nun nicht einfach einer Gesellschaftsanalyse, sondern entspringt wirklich dem Kern dessen, was ihnen anvertraut ist. Denn, wie war das vorhin, entweder Gleichgültigkeit oder Nächstenliebe wird irgendwie das Überleben möglich machen. Und da haben wir ein ziemlich großes Interesse daran, dass es möglichst wenig Gleichgültigkeit und möglichst viel Nächstenliebe ist. Ich würde gerne dieses mysteriöse Wort Voraussetzungen etwas näher ansehen in der Birkenfeld-These. Denn
es ist offenkundig, dass er in dem Zusammenhang die religiöse, oder genauer gesagt hier in dem Fall die kirchlich-institutionskulturelle Voraussetzung meint. Nicht Religion der Innerlichkeit, sondern die Kirche als Institutionskultur leistet einen Beitrag zur Stabilisierung eines politischen Großkörpers vom Format eines Nationalstaats. Das ist in Europa eine Tatsache. Die Wahrheit ist aber, wenn man, von Voraussetzungen spricht, muss man hier eine weite Klammer aufmachen. Und in diese Klammer passt mehr hinein als das, wovon Birkenfelde gesprochen hat. Nicht? Also, es gibt in der modernen Soziologie einen sehr anregenden Begriff, das Tacit Knowledge, das Verschwiegenen, das Mitlaufenden, des inexpliziten Wissens. Das ist für das ganze sogenannte zivilisatorische Leben von höchster Bedeutung. Selbst in den größten Kulturdokumenten wird sehr viel vorausgesetzt, was sie selber nicht sagen, weil sie ja nicht aufgebaut sind wie axiomatische Systeme, die jeden Folgesatz aus den Axiomen herleiten. Aber gehen die da schon von der Prägekraft aus? Ja, aber das schauen Sie, die Prägekraft besteht zum großen Teil in dem, was Menschen im lebensweltlichen Wissensstrom und Überzeugungsstrom schon mitbringen. Es ist erstaunlich, dass die Deutschen in den 50er, 60er Jahren irgendwie moralisch wieder auf die Beine gekommen sind und dass die Verwüstung dieser Zeit keine so irreversiblen Spuren hinterlassen haben, wie es in manchen hysterischen Theorien von später behauptet worden war. Ich würde sagen, die Voraussetzungen, es ist immer so, keine Verfassung kann ihre eigenen Voraussetzungen aufzählen. Wenn Sie die Verfassung oder vielmehr das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland anschauen, so wie es im Jahr 1949 formuliert worden ist, da steht nicht einmal da, wo Deutschland ist. Ja, weil man voraussetzen konnte, dass es Leute gibt, die wissen, wo das Land ist. Ja. Also da ist auch so eine Schweigeschleife in die Sache mit eingebaut. Gibt es irgendeine Verfassung der Welt, wo das anders wäre? Es gibt Verfassungen, in denen festgelegt wird, welches die Landessprache ist. Ja. Ja, und das ist schon mal ein Fortschritt. Und nicht? Auch an welche Kirche? Und ich würde zu dem, was Birkenfelde seinerzeit gesagt hat, hinzufügen, dass die Pflege sozusagen der sprachkulturellen Kontinuität in einem bestimmten Land und für die Europäer besonders wichtig die Pflege der Übersetzungskultur zu diesen Voraussetzungen gehört, ohne die man sich zivilisiertes Leben in dieser Welt gegen schlechterdings nicht vorstellen kann. Ja, aber das heißt ja doch, es gibt dieses wabernde Wissen, ich nenne es mal jetzt so platt, dass ich aber in irgendeiner Form ja materialisieren muss, institutionalisieren muss oder durch Bildung generieren muss, damit es wirklich gestaltbildende Kraft und als Voraussetzung für die Gesellschaft dienlich da sein kann. Das ist richtig, aber die deutsche evangelische Kirche der 60er Jahre, ebenso wie die katholische Kirche von damals, war imstande, Persönlichkeiten hervorzubringen, die in deutscher Sprache die Anliegen ihrer Kirchen zu artikulieren imstande waren. Nicht wahr? Ich bin nicht sicher, ob man so optimistisch sein kann, dies in 10, in 20, 30 Jahren noch mit demselben Nachdruck zu behaupten. Nicht? Man sieht ja in beiden Konfessionen, dass die Kurve der theologischen Eminenz oder ein wenig flacher verläuft. Nicht? Ja, ich meine, ich gern mal wieder Streit der Fakultäten führen, aber im Moment ist da nicht viel von der Seite Theologie nicht viel zu hören. Nicht? Ich habe mich mal versucht, mit Klaus Müller hier aus Münster zu streiten, wenigstens. Er ist ein Henry-Schüler, aber der hat dann primitive Projektionen von, was weiß ich,
Selbstvergottung oder sowas, nur bloß, weil ich von Training geredet habe. Nicht? Schade, dass Sie nicht bleiben können, wenn Herr Höhn spricht. Das aber lassen Sie mich, wir sind jetzt schon auf der Zielgerade, insofern bitte ich tatsächlich um eine kurze Antwort. Lassen Sie mich nochmal umgekehrt fragen. Wir haben von Religion in unterschiedlichen Definitionen jetzt gerade als Generatoren für die Voraussetzungen in weiten Klammern des Staates gesprochen. Wenn wir auf die Ebene der Zivilgesellschaft gehen, dann sehen wir natürlich, dass das, was auch in institutionalisierten Religionen passiert, auch eine Ressource für die Zivilgesellschaft ist. Aber wie ist es denn umgekehrt? Ist auch die Zivilgesellschaft eine Ressource für die Fortentwicklung von Religion? Welche Werte, die in der Zivilgesellschaft generiert werden, stützen, beeinflussen das Religiöse oder könnten es zumindest tun? Also Zivilgesellschaft ist ja einer der fluidesten Begriffe, den ich überhaupt kenne. Ja, Sie siedeln doch zwischen Oikos und Polis das an, oder? Also ich habe mich dann dran gewöhnt, weil man ja einfach Begriffsvermeidung nicht auf Dauer betreiben kann. Habe mich dran gewöhnt, das Wort Zivilgesellschaft an der Stelle zu verwenden, wo in der Tat zwischen Oikos, also Familie und den kleinen Netzen in ihren vielfältigen Formeln, Markt als organisierter Wirtschaftsprozess und Staat das eigentliche Leben spielt, muss man ja sagen. Ja, nämlich dort, wo die intermediären Institutionen sich ausbilden, aber auch Vereinigungen, die unterhalb der Ebene der Institutionalität bleiben und der lebendige Austausch der Gesellschaft sich abspielt. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, mir klarzumachen, warum da eigentlich zivil davor steht. Denn es ist natürlich nahe an dem, was Hegel dann auch ohne zivil einfach Gesellschaft genannt hat. Und zivil meint ja einfach, dass das Gegenteil vom Militärischen ist. Das ist nun diesmal ausnahmsweise nicht gemeint. Aber es ist gut, dieser intermediäre Bereich, jeder Versuch, ihn klar abzugrenzen und zu sagen, was dazugehört und was nicht dazugehört, führt in ganz große Aporien. Und es ist deswegen auch so schwer zu sagen, was ist eigentlich die Bedeutung der Zivilgesellschaft für die Kirchen. Die wichtige Bedeutung ist, dass die Kirchen einmal verstehen, dass sie selber in einer ganz vorrangigen Weise in der Zivilgesellschaft angesiedelt sind. Also aus dieser Vorstellung des Duopols von Staat und Kirche herauskommen, bei allem Gewicht, das haben wir ja heute lang genug gemerkt, wie wichtig die staatskirchenrechtlichen und die religionsverfassungsrechtlichen Fragen sind. Aber trotzdem muss man doch ganz klar sagen, wenn wir als Kirchen bei dieser Fragestellung bleiben, dann wiederholen wir eine Denkweise, die Staat und Kirche als öffentliche Hoheitsmächte der Gesellschaft als dem Inbegriff des Privaten gegenüberstellt. Und damit holen wir keinen Blumentopf mehr irgendwo aus der Ecke. Wenn wir nicht einsehen, dass dort, wo der lebendige Austausch in der Gesellschaft passiert, wo Menschen nach überzeugenden gemeinsamen Lebensformen suchen, nach dem, was ansteckt, wo Religion sich als lebendig erweist, danach, wo Isolde gerade vorhin danach gefragt hat, dort muss Kirche sich ansiedeln und in einen lebendigen Austausch treten. Und wenn man das zum Ausgangspunkt macht, dann kommt man als nächstes auf die Frage, ob wir da eigentlich im kirchlichen Mainstream, der ja nicht von allen Kirchenmitgliedern in gleicher Weise mitgeprägt und mitbestimmt wird, ob wir in diesem Mainstream nicht in der Gefahr einer gewissen Binnenbezüglichkeit sind und ob es uns da nicht hilfreich wäre, uns mehr für die anderen Mitgestalter der Zivilgesellschaft zu öffnen, zu interessieren, bereit zu sein, von ihnen zu lernen, zu merken, dass die eine ganz andere Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit haben, dass sie eine andere Sprache entwickeln, in der sie diese Wirklichkeit beschreiben und dass uns das für die eigene Sprachfähigkeit auch ziemlich gut tun würde. Der Austausch zwischen Kirche und Kultur in ihren vielfältigen Gestaltungsformen ist dafür ein Beispiel. Und da muss man herauskommen aus der Vorstellung,
dann zu sagen, wir sind die Kirche und die Kultur ist etwas anderes, wo wir historisch betrachtet doch wüssten, dass es den christlichen Glauben nie so gegeben hat, wie Johann Baptist Metz das mal in einer wunderbaren Formulierung gesagt hat, als ging es nur einfach darum, den Rost der Kultur vom Eisen des christlichen Glaubens abzuklopfen, um es als reines zurückzubehalten. Und das war der einzige Einwand, den ich an der Weise noch unterbringe, zu dieser Frage Reinheit der Religion. Also dies ist, ja, und das ist ein bisschen anders als so ein kollektiver Transfer irgendwie zwischen Zivilgesellschaft und Religion und Religionsgemeinschaften. Es geht darum, sich stärker zu öffnen für einen lebendigen Austausch. Und wir wissen alle, für einen solchen Austausch ist eine Gemeinschaft umso besser vorbereitet, je klarer sie darüber ist, was ihren eigenen Kern eigentlich ausmacht. Es ist also gleichzeitig eine Herausforderung dazu, mehr Selbstbewusstsein auch dafür zu haben, warum das Gottesbewusstsein in dieser Gesellschaft so wichtig ist. Ich glaube, wir müssen hier ein kurzes Wort dazu aussagen. Ich meine, es gibt einen kurzen ergänzenden Beitrag zu derselben Frage. Ich glaube, dass die Infiltration oder Invasion von der Seite der übrigen Gesellschaft, ob man die Zivilgesellschaft nennt oder nicht, ist in der Tat nicht so wichtig, dass diese Infiltration ja sowieso geschieht. Das hat damit zu tun, dass die letzten Jahrzehnte eine zivilisationsgeschichtlich beispiellose Transformation der medialen Umwelt mit sich gebracht haben. Normalerweise wäre das die Zeit, wo die Propheten aufstehen und der Geist weht, wo er will. Ein Beispiel dafür, wie er heute weht, kann ich vielleicht in einer abschließenden Anekdote andeuten. Als der schwarze Schauspieler Roger Whittaker vor 2-3 Jahren den Oscar für die beste männliche Hauptrolle in dem Film über Idi Amin erhalten hat. Da tat er das, was alle Schauspieler tun, wenn sie dieses Ding da zu Tränen gerührt in der Hand halten. Und dann sagte er, ich danke meinen Großeltern und meinen Eltern und ich danke dem Produktionsleiter und ich danke dem Regisseur. Und dann hat er noch nachgedacht, wem man sonst noch danken kann. Und dann sagte er am Schluss, und dann danke ich auch noch Gott dafür, dass er immer an mich geglaubt hat. Ich glaube, das ist der Beitrag der Zivilgesellschaft zur Das ist eine wunderschöne Anekdote. Fast ein Schlusswort, aber zwei Sätze. Zwei. Ich würde jetzt gerne noch von Ihnen beiden. Stellen Sie sich vor, Sie waren in Ihrem früheren Leben Philosoph oder Theologe und jetzt müssen Sie aber zu Beginn des neuen Jahres einen Staat lenken. Ein Satz. Welche Rolle, welche Rechte geben Sie der Religion? Und der zweite Satz, was erwarten Sie von ihr? Staat lenken, ja. Da möchte man gleich diese Handbewegung machen. Sie müssen jetzt in Frau Merkel rein. Das ist die neue Offenheit. Das ist, aber Sie wissen, das ist der Rest einer protestantischen Handbewegung, die nicht mehr vollständig ausgeführt werden konnte, berufsbedingt. Nicht? Ich würde überhaupt nichts ändern, weil ich würde sagen, wir leben religionsgeschichtlich gesehen in der besten aller Welten. Seit dem 18. Jahrhundert ist die Religion zu sich selbst befreit und kann in einem glücklichen Wettbewerb erstens mit ihren eigenen Alternativausprägungen und mit der Poesie und mit bestimmten nicht trivialen Formen von Philosophie das ihre zur Gestaltung des Lebens beitragen. Es gab religiös gesehen, glaube ich, noch nie eine so gute Zeit wie heute. Dankeschön. Herr Huber als Staatslenker. Frau Merkel. Welche Rolle, also, welche Rechte und welche Erwartungen? Also
Im Blick auf den Staatslenker würde ich mich jetzt nicht in die Rautenrolle, sondern stärker in die Rolle von Herrn Kretschmann bewegen und würde auch versuchen zu sagen, die Freiheit der Religion gefährdet die Freiheit eines anderen nicht. Und wenn sie das tut, dann werde ich einschreiten, weil es dann nicht mehr um Religion geht, sondern um den Angriff auf die Rechte anderer. Das wäre das eine. Und das andere, die Erwartung würde ich, wenn es tatsächlich, was haben Sie gesagt, nächste Woche schon wäre? Oder? Nee, nächste zu Beginn Woche schon, des ja. neuen Jahres. Zu Beginn des neuen Jahres. Ja, ja. Da würde ich immer noch erwarten, dass wir unter Bedingungen leben, in denen diese Gesellschaft mehr Kontroversen mit Tiefgang braucht und ich die Religionen dazu ermutigen würde, nicht nur im Mainstream zu schwimmen, sondern auch mal Widerspruch anzumelden und große Fragen anzusprechen, die sonst untergehen. Dank.